Unzerstörbare Barthaare, die falsche Augenfarbe und ein ahnungsloser IT-Experte. Heute für euch 5 massive Plotholes in bekannten Filmen. Platz Nummer 5. Lara Croft, Tomb Raider. In der Verfilmung des Videospielklassikers macht sich Angelina Jolie auf die Jagd nach einem mächtigen Artefakt, das in den falschen Händen Unheil bedeutet. Auch die Illuminati wollen es in die Finger kriegen. Doch die Abenteurerin schlägt dem Geheimbund ein Schnippchen und gelangt in Besitz eines der beiden Teilstücke. Im weiteren Verlauf des Films macht sie sich auf die Suche nach dem zweiten Teil, denn man braucht beide, um die Macht des Artefaktes zu entfesseln. Doch warum zerstört sie dann nicht einfach die Hälfte, die sie bereits in ihrem Besitz hat? Der Film wäre dann allerdings nach der Hälfte etwa zu Ende gewesen. Platz Nummer 4. Hangover. Der Überraschungshit aus dem Jahr 2009 dreht sich um die Suche einer Gruppe von Trauzeugen nach dem Bräutigam nach einer ordentlich durchzechten Nacht in Las Vegas. Mit Kater, Gedächtnislücken und unter Zeitdruck versuchen sie, die letzte Nacht zu rekonstruieren und ihren Freund wiederzufinden. Den entdecken sie nach 2 Tagen auf einem Hoteldach. Doch eigentlich wäre es viel einfacher gegangen. Denn in Las Vegas ist so gut wie jede Ecke videoüberwacht. Das Hotel hätte also bestimmt helfen können, den verschollenen Bräutigam im Nu zu finden. Platz Nummer 3. Superman. Clark Kent, alias Superman, ist auf dem Planeten Krypton geboren. In den Augen der einfachen Erdlinge besitzt er deshalb übermenschliche Fähigkeiten wie Superstärke, Geschwindigkeit und Sicht. Zudem ist der Superheld unbesiegbar. Doch wie kommt es dann, dass sich Kal-El rasieren kann? In der Verfilmung von 2013 ist Superman zu Beginn mit Bart, später dann aber rasiert zu sehen. Normale Rasierklingen von der Erde hätten der kryptonischen Gesichtsbehaarung eigentlich nichts anhaben dürfen. Platz Nummer 2. Harry Potter. Durch die Harry Potter-Reihe zieht sich ein Plothole, welches vielen vermutlich gar nicht aufgefallen ist. In den letzten Teilen wird es jedoch deutlich sichtbar. Immer wieder wird gesagt, dass Harry die Augen seiner Mutter Lily hat. Die hat laut Buch grüne Augen. In den Filmen hat Harry Potter, gespielt von Daniel Radcliffe, aber blaue Augen. Zwar hatte er im ersten Film auch Kontaktlinsen im Auge, allerdings hat er diese nicht so gut vertragen. Im letzten Teil der Filmreihe sieht man in einem Rückblick die junge Lily Potter. Die hat jedoch braune Augen. Dass Snape sich also wegen Harrys Augen immer wieder an seine Jugendliebe Lily zurückerinnert fühlt und sich auch deshalb gegen Lord Voldemort stellt, ist also unlogisch. Platz Nummer 1. James Bond. Im Film Skyfall der James-Bond-Filmreihe jagt 007 den ehemaligen MI6-Agenten und Cyberspezialisten Silver. Er schnappt den Verbrecher und bringt ihn ins Hauptquartier des britischen Geheimdienstes. Silvers Laptop wird sichergestellt und dem IT-Experten Q übergeben. Der schmeißt den Computer an das MI6-Netzwerk, um mehr über Silvers Plan herauszufinden. Doch das geht ziemlich nach hinten los. Denn genau so gelangt das Virus ins System des Geheimdienstes. Offenbar ist Q aber eher ein Anfänger als ein IT-Experte. Denn einen unbekannten Rechner eines Kriminellen würde man nicht so einfach an ein sicheres Netzwerk anschließen. Schon gar nicht, wenn es so sensible Daten enthält wie die des MI6. Zum Glück kann James Bond am Ende wieder einmal den Tag retten.